damit ganz herzlich willkommen zurück, liebe Gäste. Ich hoffe, Sie konnten ausgezeichnet netzwerken und haben vielleicht das eine oder andere technische Gerät mal ausprobiert, was da zum Spielen steht. Ich hoffe, Sie haben auch alle beim Gewinnspiel mitgemacht. Handzeichen, ja, 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 wer war dabei? Ach, noch nicht so viele, aber es erhöht Ihre Chancen immerhin, nachher den Preis mit nach Hause zu nehmen. Ich drücke Ihnen die Daumen, vielleicht sehen wir uns hier. Ja. Damit machen wir auch schon direkt mit dem nächsten Vortrag weiter. Jetzt geht es mit einem nächsten Partner weiter. Peter hat es ja heute Morgen gesagt. Common World hat insgesamt über 7000 Partner weltweit. Und das ist natürlich jede Menge. Ein paar haben wir Ihnen heute schon auf der Bühne vorgestellt, zum Beispiel Fujitsu oder auch Hewlett-Packard Enterprises. Und jetzt wird es Zeit für den nächsten Partner. Das ist in diesem Fall NetApp. NetApp ist spezialisiert auf Cloud-Lösungen und Datenmanagement. Und seit vielen Jahren arbeiten wir Hand in Hand zusammen. Und das Beste aus zwei Welten, nämlich von Commvault und von NetApp, das möchten wir Ihnen jetzt gerne vorstellen. Datensicherung war noch nie so effizient und sicher. Ich bitte um einen ganz herzlichen Applaus an die Data Protection Architektin Emmanuel Renard von NetApp. Herzlich willkommen, Frau Renard. Vielen Dank. Bitte schön. Dankeschön. Ja, dankeschön. Schönen Nachmittag in die Runde. Wir haben schon so viel über Datensicherung und Datensicherheit gehört, dass ich mich jetzt kurzfristig entschlossen habe, ich hält jetzt einen Vortrag über die deutsch-französische Freundschaft. Der Vortrag wird aus meiner Sicht nicht ganz anders ausfallen, denn die Commvault-NetApp-Partnerschaft ist tatsächlich etwas, was mir fast genauso am Herzen liegt. Ich bin vor 15 Jahren zu NetApp, zu dieser Storage Company gekommen, aus der Backup-Welt. Und als NetApp dann angefangen hat, in eine Partnerschaft mit Commvault, mit einer Backup-Company zu gehen, war das natürlich das Thema, was mich begeistert hat. Und das ist der Fall bis heute. Ich bin nach wie vor dabei in dem Allianz-Team bei NetApp mit Commvault und in der Weiterentwicklung unserer Partnerschaft. Ja, ein paar Zahlen dazu. 2011 haben wir in der Zusammenarbeit ein OEM-Produkt auf den Markt gebracht und vertrieben von Commvault namens SnapProtect. Das ist vielleicht noch in manchen im Gedächtnis, SnapProtect. Später hieß das Commvault IntelliSnap von NetApp. Das war im Prinzip ein Teilprodukt von Commvault, spezialisiert auf die NetApp-Umgebung. Mittlerweile haben wir die komplette den kompletten Portfolio der Commvault auf der Preisliste. Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir in diese Partnerschaft eingegangen sind, Commvault und NetApp? Nun, Commvault war die erste Backup-Company, die die Vorzüge der Snapshot-Technologie verstanden hat. Und das war natürlich für uns als NetApp, die seit drei Dekaden Snapshot predigen, natürlich, ja, der Partner par excellence. Und diese Partnerschaft geht weiter. Den Slide kann man schon wahrscheinlich gar nicht mehr sehen, aber was ich einfach nur damit sagen will, ist, wir sind jeweils als Leader anerkannt unserer jeweiligen Spezialitäten im Datensicherungsbereich, im Storage-Bereich. Und was man als Kunde daraus bekommt, ist, wie schon eingangs gesagt, das Beste aus zwei Welten. Nun also zwei Kernkompetenzen, die zusammenkommen. Was sind aber diese Kernkompetenzen? Was macht NetApp anders? Was Commvault aufgreift in seiner Integration mit NetApp? Ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Detail. Das ist im Prinzip schematisch so eine Darstellung einer Umgebung, um im Prinzip die Details der Strukturen der Methodologie zu erzählen. Also NetApp Data Management basiert, also wenn ich Data Management sage, meine ich Datensicherung, Datenwiederherstellung, Datenvervielfältigung, basiert auf die eigene Snapshot-Technologie. Ein Snapshot, wissen viele, aber ich gehe trotzdem nochmal darauf ein, ist ja eine Momentaufnahme der Blöcke, die zu dem Zeitpunkt des Snapshots in Verwendung sind. Diese Blöcke werden festgehalten, das geht extrem schnell. Neue Aktivitäten finden in andere Blöcke statt. Beim nächsten Snapshot hält man diese Blöcke wieder fest und dann geht die Aktivität weiter. Also ein Snapshot geht extrem schnell. Es entsteht zunächst lokal und das ist die erste Quelle der Datenwiederherstellung. Ebenfalls extrem schnell. Das ist dann nicht nur schnell, sondern auch besonders effizient, denn die Blöcke
sind dedupliziert und komprimiert. Das heißt, wenn man einen solchen Snapshot transferiert zu einem zweiten Standort, werden nur einzigartige Blöcke komprimiert transferiert. Das ist absolut effizient. Das ermöglicht natürlich, dass man häufig solche Snapshots machen kann und dass man sie auch lange aufheben kann. Und dieser Transfer mit der gesamten Effizienz des Storage kann sowohl Richtung Block als auch Richtung Objektspeicher geschehen mit derselben Technologie. Das macht NetApp nativ. Was bringt dann Commvault als Mehrwert hinzu, wenn man diese NetApp-Datensicherung in Commvault integriert? Ja, das bringt einerseits natürlich die Applikationskonsistenz. Mit jedem Agent von Commvault kann man dann die Applikation konsistent in dem Snapshot festhalten und dieses konsistente Stand der Datenbank, der Applikation in die jeweiligen Standorte weiter transportieren. Das zweite ist die Indizierung. Ein Snapshot ist anhand der Commvault-Agenten, der Commvault-Applikation durchsuchbar, browsbar, also man kann in einen Snapshot suchen, in mehreren Versionen von Snapshots und dementsprechend auch granular zurückspielen. Und das dritte natürlich die Heterogenität. Ein Snapshot kann möglicherweise woanders oder soll woanders dann gespeichert werden. Man hat das tot geredet, aber Tapes gibt es natürlich immer noch und einige Umgebungen wünschen eine Auslagerung der Daten auf Tape. Das ist in der Integration in der Commvault-Applikation absolut möglich. Auf Tape, auf Disk-Medium oder in die Cloud. Wir können das ja blockbasiert über den Cloud-Connector, Commvault-Cloud-Connector, dann auch über den Weg. Und Heterogenität natürlich auch in dem Sinne, dass leider die seltensten Umgebungen dann doch nur aus NetApp Storage bestehen, sondern aus einer Vielfalt an Storage, an Servern auch, physikalisch möglicherweise auch noch. Das heißt, es ist eine Vielfalt an Daten, die eine Umgebung sichern muss. Und man möchte ja nicht für jede einzelne Applikation und Art der Daten eine Backup-Applikation haben. Und das ist eben die Stärke von Commvault. Unter einer Single Pane of Glass, das Wort kann man schon nicht mehr hören, aber unter einer Applikation die gesamte Umgebung, alle Workloads der Umgebung sichern. Das ist ja in wenigen Worten im Prinzip die Integration von NetApp in Commvault. Und das zweite Thema, gut, das ist ein bisschen das Problem, wenn man als Letzte kommt mit seinem Vortrag, aber wir haben es mehrmals gehört, ein Vortrag über Datensicherung darf nicht mehr ohne Cybersecurity auskommen. Und das ist wirklich so. Wir wissen, wir müssen unsere Systeme schützen, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das heißt, die Datensicherung, haben wir heute auch einige Male gehört, ist im Falle eines Falles die letzte Chance auf brauchbare Daten zuzugreifen. Ich habe ja in Kürze die Snapshot-Technologie erklärt und warum diese Effizienz ermöglicht, absolut schnell Snapshots zu machen. Wenn man innerhalb einer Sekunde einen Snapshot machen kann, kann man, sagen wir mal, theoretisch alle 5 Minuten ein Backup machen. Und das ist ein Argument in dem Bekämpfen von Angriffen natürlich sehr relevant, denn je granularer meine Datensicherung, desto granularer kann ich nach brauchbaren Daten suchen und dementsprechend auch zurückspielen. Die Effizienz wiederum auf dem Speichersystem ermöglicht, dass ich eine große Menge dieser Snapshots behalten kann, dieser Datensicherung. Und wir haben ja auch schon gehört heute, das ist nun mal so, die Angriffe werden selten sofort erkannt, sondern relativ zeitverzögert. Und dann ist man froh, wenn man ältere Snapshots hat. Stand der Dinge ist heute, bei NetApp Snapshots kann man 1400 Snapshots pro Volume behalten, sowohl lokal als in allen weiteren Standorten, hier exemplarisch ein Standort dargestellt. Und die Alterungsverfahren sind auch unterschiedlich. Also man kann kürzere Abstände lokal behalten, längere remote. Und im Objektbereich sind wir heute bei 4000 Stände. Gut, nun, das die Datensicherung die letzte Chance ist, für eine Firma auf guten Daten zurückzukommen im Fall einer Attacke, das haben die Angreifer mittlerweile selbst auch anerkannt. Und mittlerweile sehen wir leider auch viele Angriffe auf Backup-Daten. Das heißt, es reicht nicht, eine gute Datensicherung zu haben, sie muss auch gesichert werden. Was machen wir da mit Commvault und NetApp in dem Bereich?
NetApp-seitig haben wir seit Anfang der 2000er Jahren eine Funktion namens SnapLock. Das wurde damals gar nicht gegen Ransomware entwickelt, denn das war damals eigentlich noch nicht so ein Thema, sondern für Revisionssicherheit. SnapLock ist eine Funktionalität, die ermöglicht, dass die Daten, wie der Name sagt, gelockt, also gesperrt sind, und zwar absolut gesperrt. Das heißt, Daten, die in einem SnapLock-Bereich sind, können nicht gelöscht werden, weder von einem administrativen User noch vom NetApp-Support. Also wir haben einige Kunden, die sich die Festplatten für 30 Jahre festgelockt haben, weil sie gedacht haben, es wird schon ein Hintertürchen geben. Die gibt es nicht. Das ist SnapLock. Und SnapLock lässt sich natürlich kombinieren mit der Retention der Commvault-Applikation. Denn wie das Bild zeigt, ja, Commvault hat die Hoheit über die Datensicherung, wenn man sie mit NetApp integriert. Das heißt, Commvault setzt natürlich auch die Schedules und die Retention, die Aufbewahrungszeit. Aber wenn ich zusätzlich unten drunter auf mein Storage festlege, beispielsweise für die ersten 14 Tagen dürfen Snapshots nie gelöscht werden, dann kann man auch die Retention bei Commvault kürzen. Das wird keine Auswirkung haben auf diese Snapshots, die festgelockt sind. Und das ist gewollt. Das ist SnapLock. Dann gibt es natürlich für den Transfer TLS-Verschlüsselung, sowohl von Storage-System zu Storage-System, als auch vom Storage-System zum Objektspeicher. Und im Objektbereich, pendant zu SnapLock, haben wir ObjectLock, was ebenfalls ein Sperren der Daten vor Zerstörung, vor Löschung bietet. Und somit komme ich schon zum Schluss meines Vortrags. Zusammenfassend will ich auf den doch tatsächlichen Titel des Vortrags Dateneffizienz und Cyber Resilience mit NetApp Storage und Commvault Software zurückkommen. Zum einen haben wir zuletzt gesehen, Datensicherung, aber vor allem der Schutz der Datensicherung ist ein entscheidender Bestandteil der Abwehr von Cyberangriffen. Und zum zweiten hoffe ich, klar gemacht zu haben, was die Stärke dieser Partnerschaft zwischen NetApp und Commvault ausmacht, nämlich, dass die gemeinsame Lösung auf die jeweiligen Kompetenz der jeweiligen Partner basiert. Also eine Commvault vertraut eine NetApp als Storage Company, dass sie am besten wissen, wie man effizient ihre Daten handhabt. Und eine Commvault eine NetApp wiederum vertraut eine Commvault, dass sie als Backup-Spezialist am besten wissen, wie umfängliche Datensicherung geht. Und ja, so ein gemeinsames, ein gegenseitiges Vertrauen, wissen wir ja alle, ist eine sehr gute Basis für eine langjährige Partnerschaft. Vielen Dank. Kurz und knackig und sehr erfrischend, da freuen wir uns. Geballte Frauenpower jetzt auf der Bühne, Zeit, Ihre Fragen zu stellen, wenn Sie mögen. Es hat sich irgendwie noch keiner getraut heute, Frau Rinder. Ich weiß auch nicht, im Chat ist so viel los und hier vor Ort, ich weiß auch nicht. Aber ich fange dann einfach mal an. Und zwar, was sieht NetApp als Trend für die Datensicherung? In welche Richtung geht das Ganze aus Sicht von NetApp? Ja, also ein bisschen habe ich den Vortrag schon durchklingen lassen. Also ich denke, Tape ist nicht tot. Das klingt wirklich abgedroschen, aber man hat das vorhergesagt schon seit Jahren. Und dennoch, also aus der Felderfahrung kann ich sagen, es ist nicht der Fall. Und das, denke ich, ist eine große Herausforderung für die Cloud-Lösungen. Also Cloud heißt ja nicht unbedingt Cloud und ich denke mal, wir haben das von der Universität vorhin gehört, ne? Also Objektspeicher, also eine Cloud-Lösung, aber lokal, in der man das in der Hand hat, ist, denke ich mal, der Trend, den wir sehen und den ich auch sehr gut verstehen kann, die Vorzüge der Cloud ohne die Bedenken. Das ist ein Punkt, Trend der Datensicherung. Ich denke mal, ja, den enormen Wachstum, was man vorher sagt. Wir hatten schon von den erschreckenden Zettabyte-Zahlen gehört, die uns vor der Tür stehen. Das, denke ich, treibt auf jeden Fall der Trend der Datensicherung, denn klassische Verfahren können da überhaupt nicht mehr mithalten. Also effiziente Datensicherung, effizienten Storage-Lösungen und Backup-Lösungen sind da meiner Meinung nach die Antwort. Und Trend, gut, Cyber Security auf jeden Fall, wobei
ich denke, dass da noch viel zu tun ist. Also man kennt die Lösungen, wir haben viele dieser Lösungen heute gehört. Man hat auch zu genügend gehört, dass die Aufmerksamkeit dafür da ist, aber die Implementierung ist noch nicht da. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe der nächsten Jahre für viele Firmen, ihre Daten tatsächlich zu sichern. Die nächste Frage, die aus dem Publikum gekommen ist, finde ich auch übrigens sehr gut. Vielen Dank dafür. Noch eine Frage zur Datenresilienz. Wir haben von Sicherstellen der Verfügbarkeiten der Datensicherung gehört. Wie sieht es mit Zertifizierungen in diesem Bereich aus? Ja, gut. Also wir haben ja von SnapLock und ObjectLock gesprochen. Natürlich sind beide zertifiziert und ich würde sagen, im deutschsprachigen Bereich sind die KPMG-Zertifizierungen, glaube ich, am relevantesten. Und beide Lösungen sind natürlich tatsächlich KPMG-zertifiziert, ja. Sehr schön, dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank und das ist Ihr Applaus. Dankeschön. Schön. Ja, und damit kommen wir auch tatsächlich schon zum letzten Vortrag, glaube ich. Ja, oh, Mensch, die Zeit ist ja verflogen. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell das einfach rumgeht. Aber zum Schluss haben wir natürlich hier nochmal ein Power-Paket sozusagen für Sie zusammengestellt. Bei uns dreht sich jetzt alles um die digitale Transformation. Die ist ja durch Corona einfach um ein Vielfaches schneller vorangeschritten als das wahrscheinlich passiert wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre. Wir haben ja alles im Endeffekt umgekrempelt, unsere Art zu arbeiten, unsere Art zu leben, viele auch. Also wirklich in alle Bereiche ging das rein und das, was wahrscheinlich Jahre gebraucht hätte, ist in ganz kurzer Zeitspanne einfach passiert. Und mit den Neuerungen ist aber eine Sache so ein bisschen verschlafen worden und das ist eigentlich die Datensicherung. Und da habe ich eine ganz interessante Zahl einfach gefunden. Sie merken schon, ich liebe Zahlen. Ich schnüffel auch immer danach wie so ein kleines Trüffelschweinchen. Und die ist jetzt wirklich richtig, richtig gut. Die ist nämlich vom BSI aus dem Jahr 2021. Und dort wurde festgestellt in einer Erhebung, dass 50% der Unternehmen weniger als 10% in Cybersicherheit investieren. Ich wiederhole das nochmal. 50% der Unternehmen investieren weniger als 10% in Cybersicherheit. Ich finde, das muss man erstmal wirken lassen, wenn man bedenkt, was das bedeutet. Mit unserem nächsten Experten wollen wir uns deshalb jetzt darauf fokussieren, wie Sie in Ihrem Unternehmen die Datenwiderstandsfähigkeit entwickeln und sicherstellen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, der General Manager von Research IDC EMEA. Herzlich willkommen. Hier ist für Sie Thomas Meyer. Schönen Dank. Freue mich sehr. Bühne frei. Dankeschön. Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank an Commvault für die Einladung. Schönen Tag auch an alle, die da draußen virtuell noch am Schirm hängen. Für die hier im Raum, Sie waren ja ein bisschen ruhig heute, ne? Wenn Sie jetzt mit mir ein bisschen mitmachen, gibt es was zu gewinnen. Ja? Kein Auto, aber Schokolade hilft ja auch. Das Gute an Schokolade ist, die können Sie teilen. Oder auch nicht, ne? Ja. Also wie gesagt, war eigentlich so ein schöner Tag bisher. Viel haben Sie jetzt schon mitbekommen heute. Ich habe jetzt so ein bisschen die Graveyard Shift. Ich nehme an, Sie sind noch relativ aktiv dabei. Ja, viele helle, wache Gesichter. Ich möchte Sie jetzt erstmal bitten, aufzustehen. Genau. Schaffen Sie das noch? Ich weiß. Das ist so ein, keine Angst, kein Namaste. Wir machen nicht so ein Ding. Was mich freuen würde, wenn Sie mal eben ganz kurz zeigen, wie schön das war, per Klatschen, Jubeln und andersweitig, ich kann auch stampfen, dass Commvault uns und die Partner alle hier zusammengebracht hat. Aber warten Sie. Jetzt bitte. Augenblick mal. Da fehlt noch ein bisschen Enthusiasmus. Versuchen Sie das noch einmal ein bisschen enthusiastischer. Vielleicht 1, 2, 3, los! Vielen Dank, sehr cool. Das ist schon mal ein guter Anfang, aber kann ich jetzt eigentlich nichts mehr falsch machen, ne? Also sind wir durch. Es freut mich wirklich sehr, hier heute da zu sein. Und Sie brauchen keine Angst haben, diejenigen von Ihnen, die IDC kennen, das gibt jetzt nicht irgendwie 30 Folien nur mit Marktdaten. Ich habe natürlich ein paar mitgebracht. Werde auch einige der Themen aufgreifen, die heute schon genannt worden sind.
Sie werden vieles sehen, was wahrscheinlich auch Ihr Denken vielleicht in irgendeiner Art und Weise validiert. Vielleicht nehmen Sie auch das eine oder andere Neue mit. Ich glaube, was einfach super ist, einfach mal wieder so zusammenzukommen, wie wir heute hier zusammengekommen sind. Ich fand die Aufträge super spannend und immer mal wieder was gelernt. Wir hatten das schon kurz angesprochen, wir sind jetzt in dieser schönen digitalen Welt und da sind wir relativ schnell reingekommen. Und was dann eigentlich passiert ist, dass wir aus dieser Transformation jetzt eigentlich in dieser Ära sind, wo digital eigentlich zum Geschäft geworden ist. Und wenn ich jetzt die Frage fragen würde, die frage ich jetzt aber noch nicht, was passiert denn in 2023? Das ist, dass der Umsatz im digitalen Bereich den im physischen Bereich übertrifft. Ja? Das bedeutet, Unternehmen machen mehr Geld im digitalen Bereich und da gehört alles Mögliche dazu, was wir heute sehen. Und das ist natürlich viel durch die Pandemie angetrieben worden. Ich glaube, wir hatten vorher, jetzt muss ich noch mal eben gucken, ob Sie jetzt noch hier sind, mit einem CIO vorhin gesprochen. Man hat das Zeitgefühl durch die Pandemie verloren. Ob es jetzt 4 Jahre her ist oder 8 Jahre, ist ganz schwierig zu sagen. Ja? Weil die Pandemie irgendwie dazwischen war. Man hat irgendwie die ganzen Referenzmodelle verloren. So diese ganzen Ereignisse, an die man Sachen anhängt und festmacht. Was auch passiert ist, ist, dass wir auf einmal an so Grenzen stoßen. Ja, das ist heute eigentlich noch so gar nicht richtig angesprochen worden, vielleicht auf der Bühne, aber sicherlich auch in Gesprächen, dass wir riesen Fachkräftemangel haben. Ja, und wenn Sie sich mal, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, okay, wer hat keinen Fachkräftemangel? Okay, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Oder Sie schaffen es einfach nicht mehr, ja, den Arm hochzuheben. Aber also ich glaube, jedes Unternehmen, und wenn wir uns mal anschauen, auch einfach, das war auch ein Gespräch vorhin, wie sich Bewerber heute bewerben, ja, oder ob sie zum Interview kommen, zum Vorstellungsgespräch oder nicht. Oder ob sie dann eigentlich die richtigen Kompetenzen haben. Es ist schon echt schwierig geworden. Und das wird nicht besser. Das sehen wir definitiv so. Ein Grund auch, warum einen kräftigen, starken Partner oder mehrere Partner zu haben, die strategisch wichtig sind, natürlich ganz im Vordergrund steht. Gerade bei diesen Sachen, die existenziell wichtig werden, wie zum Beispiel gerade auch die Widerstandsfähigkeit und gerade natürlich auch im Datenbereich. So, das nächste, was wir gelernt haben, ist, dass natürlich auch das hybride Arbeiten super populär geworden ist, auch gerade in Deutschland. Man sieht das natürlich alles an den Daten. Ich war letzte Woche mal wieder bei uns im Londoner Büro. Ich sag's mal salopp, da ist kein Schwein. Ja? Also ich werde von 150 Leuten, die wir da haben, waren, ich glaube, am Donnerstag waren mal 25 da. Am Freitag 4. Ich glaube, es ist gang und gäbe inzwischen. Ja. Ich habe in Österreich mit dem CIO der Asfinag gesprochen. Die kennen Sie vielleicht alle, wenn Sie mal nach Österreich fahren. Ja, da kriegen Sie auch die Tickets, ja, wenn Sie mal zu schnell fahren zum Beispiel. Oder, ne. Und die machen das einfach, die haben es jetzt einfach angeleitet, die müssen halt alle zurück ins Büro. Aber prinzipiell sind wir jetzt in dem Bereich. Das Tückische ist natürlich, dass auch da, und das ist in Deutschland ganz spannend, ob man das aus Manager-Sicht sieht, oder auch aus Mitarbeitersicht, dass die Themen eigentlich relativ gleich sind. Und das ist in Deutschland ungewöhnlich im Vergleich zum Rest der Länder in Europa. Aber es geht um Sicherheit, es geht darum, wie ich schnell auch arbeiten kann, es geht um Verbindung. Und eigentlich sind wir da relativ d'accord. Aber wir sind jetzt halt in diesem Bereich, um das zu skalieren, müssen halt diese Herausforderungen tatsächlich auch endlich mal getackelt werden, wie man so schön sagt. Ich habe mein halbes Leben im Ausland gewohnt. Das Deutsch ist echt immer noch schwierig. Ne? Aber ich frage Sie jetzt nochmal eine Frage. Welches Land hat den höchsten Pro-Kopf-Verzehr an Pizza? Nummer zwei. 4. Ah, immer noch kein Weltmeister, selbst im Pizza-Essen. Auch beim Bier trinken nicht, habe ich auch rausgefunden. Italien ist Nummer 5, hinter Deutschland. England 2. Nee, Schweiz auch nicht. Wir müssen ein bisschen noch nach oben im Norden. Eins der anderen? Norwegen, sehr gut. Ich weiß nicht, wenn ich mit dem Mikro jetzt da rauslaufe, geht das kaputt oder kann ich? Schauen wir mal, was passiert, ne? Norwegen hat mich ja total weggehauen. Sie,
Sie waren, nee, wo waren, hier, ich wollte gerade sagen. Dann muss ich so weit, aber ich habe die schönen Komvoll-Turnschuhe, das geht gut. Bitte, bitte, vielen Dank für die Antwort. Und das ist eigentlich so ein bisschen, also ich habe mit dem CIO gesprochen, des Unternehmens, die machen Tiefkühlpizza und andere Pizzen. Das ist wohl das Günstigste, was so Studenten und Schüler und sowas ist. Norwegen ist ja bekannt dafür, dass es vielleicht ein bisschen teurer sein kann, was die da so essen und darum pro Kopf Verzehr. Das Spannende ist da ist einfach, dass wir eigentlich gelernt haben, dass viele von den Sachen, die wir wissen oder meinen zu wissen, sich einfach nicht bewahrheitet haben. Beziehungsweise, dass wir jetzt ganz schnell und ganz viel immer umdenken müssen. Und nachdem wir schon so einen riesen Branchenreset hatten nach der Pandemie, geht das Ganze jetzt einfach noch weiter. Und darum ist es natürlich super wichtig, gerade auf dem Punkt Widerstandsfähigkeit, Agilität, Innovation, diese ganzen Sachen, auch super wichtig. Aber es geht dann einfach in die Richtung, wo andere Prioritäten jetzt im Vordergrund stehen. Und natürlich wollen Unternehmen auch immer noch weiter wachsen, transformieren, wollen auch schneller werden, aber die wollen hauptsächlich effizient werden. Und um effizient sein zu können, müssen sie natürlich aber auch die Daten haben, sie müssen die Widerstandsfähigkeit haben. Und darum die Prioritäten der CIOs nach unseren Befragungen gehen ganz klar in die Richtung. Und ich glaube, das haben wir im letzten Monat gemacht, vor zwei Monaten im Dezember. Da geht es also hin. Gleichzeitig bleibt der Trend aber natürlich gleich, dass wir sehen, dass die Spanne auch an Cloud breiter wird. Wer hat hier noch nur ein Rechenzentrum, aber sonst nichts? Ja, okay, also nicht mehr so viele. Und das ist genau das, was sich eigentlich hier auch widerspiegelt bei uns. Bei den Befragungen, die wir gemacht haben, ist es nicht so, es wird ja viel so dargestellt, dass jetzt auf einmal alle in der Cloud sind. Alle im kleinsten Fall, gerade auch in Deutschland. Ich glaube, wir haben uns als Nation lange gewehrt. Und dann kam aber irgendwann der Trend und dann ging es auch relativ flott. Und dann haben wir gesehen, na gut, klar, immer mehr in diese Richtung, auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich auch immer noch meine Rechenzentren, Colocation etc. Wie viele der Unternehmen in Deutschland sind denn tatsächlich Hybrid-Multicloud? Vorhin hatte, ich glaube, das war Peter, schon mal eine Kennzahl drauf gehabt. Wir haben eine leicht andere, aber ungefähr die gleiche Richtung. Wie viele der Unternehmen in Deutschland sind Hybrid-Multicloud insgesamt? Also die haben so ein bisschen Rechenzentrum, haben so ein bisschen Cloud, Private Cloud, Public Cloud. Ich brauche eine Prozentzahl. Wow! 10! Wow, da gibt es einen Trostpreis für. Nee, sorry. 80% fast, bisschen tiefer. 74. Wer hat das gesagt? Da haben Sie gesagt, das ist also so nah dran, aber mit 80 ein bisschen weiter. 75%. Also das ist ja schon mal ganz gut. Setzt nah dran. Herzlichen Dank. Bitte, bitte. Wunderbar. Also ich habe noch 2 Schokoladen dabei. Bleiben Sie weiter dran. Bleiben Sie weiter dran. Aber Cloud ist natürlich ganz klar, Innovationsfaktor, es wird immer weiter ausgebaut, kommt immer mehr dazu. SaaS-Applikationen, immer populärer, Skalierbarkeit, super wichtig. Und da gibt es schön, ich war bei einem öffentlichen oder Treffen für den öffentlichen Bereich, da war unter anderem auch der noch CIO des Bundesfinanzministeriums dabei, der Harald Joos. Der ist ja auch immer recht gesprächig. Und da ist es ganz klar angekommen, ja, auch im öffentlichen Bereich, Multicloud auf jeden Fall, aber natürlich nur, wenn ich das irgendwie sicher machen kann. Und darum, nach unseren Erhebungen gibt es so ein paar Bereiche, und das ist gerade Security Risk and Compliance, die sind so ein bisschen rezessionsunabhängig, weil Unternehmen da einfach investieren müssen. Und das geht gar nicht anders. Und das ist heute schon oftmals gesagt worden, klar, ich brauche die Daten, ich muss auch was an der Infrastruktur machen. Application Modernization ist eins der großen Themen. Aber es geht natürlich einmal rund durch. Aber das Thema Risk, Security and Compliance ist ganz vorne. Weil für viele Unternehmen natürlich im Vordergrund steht, dass ich, wenn ich kein Vertrauen aufbauen kann, dann kann ich genauso gut auch nach Hause gehen. Und das ist der Grund auch für, oder das ist das Gleiche, ob es jetzt Partner sind, B2B-Bereich, B2C-Bereich, B2B2C, ganz egal. Aber Vertrauen ist wirklich zu einer Currency geworden, die heute einfach unheimlich wichtig ist. Wenn wir dann das aber wieder ein bisschen mit Cloud zusammenbringen und sagen, okay,
Was passiert denn so, wenn wir uns die Migration mal angucken und dann mal schauen, welche Probleme denn da auftauchen? Ich glaube, das ist bei vielen von Ihnen, ich nehme an, irgendwer hat irgendwas sowas schon mal durchgemacht, dass die Leistung- und Zuverlässigkeitsprobleme natürlich im Vordergrund stehen. Nutzerakzeptanz kann ein Problem sein. Und dann geht das mal durch, auch bis auf das Thema digitale Souveränität. Interessante dabei ist auch, ja, vielleicht kann ich Sie da auch nochmal nachfragen, wer glaubt hier, die von Ihnen, die in der Public Cloud sind, dass sie momentan zu viel für Public Cloud Leistungen bezahlen? Zu viel. Keiner. Wunderbar, danke. Sehr schöner Bericht übrigens, vielen Dank. Das glaube ich nicht. Alle von Ihnen meinen, nee, alles gut, ja? Nee? Okay? Das ist ja sehr schön. Also dann sind Sie wirklich das Gros, was wir überhaupt nirgendwo anders sehen. Bei unseren Befragungen, die wir gemacht haben, und das geht vom kleinstelligen Bereich hoch bis in die 50%, Anwender, die sagen, wir bezahlen mit 50% mehr, als wir eigentlich brauchen. Weil die Verträge so aufgesetzt sind, natürlich oftmals hoch und runter, aber natürlich auch zum Beispiel Mindestabsatz und solche Sachen. Ne? Und ich muss so und so viel konsumieren und dann geht es weiter. Das bedeutet, eine gewisse Flexibilität ist teilweise gar nicht schlecht. Und darum sind auch CapEx-Modelle mal wieder gar nicht so uninteressant geworden für einige Unternehmen in dem Bereich. Längerfristig der Trend auf jeden Fall weiter in die Cloud und natürlich auch ins Pay-as-you-go. Datenschutz im SaaS-Bereich. Dass es da eine absolute Priorität ist. Und da war der Vortrag vorhin, ich glaube, das war von Chris, ich glaube, sehr relevant über die ganzen verschiedenen Applikationen auch. Ist natürlich super wichtig. Und wenn wir uns anschauen, wo genau da die Herausforderungen auch sind, das ist natürlich Data Protection in der Cloud. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Da brauche ich wahrscheinlich auch nicht großartig weiter drauf eingehen. Was interessant ist immer, wie weit das nach vorne geht. Und das ist aus einer Cybersecurity-Studie, die wir speziell hier in Deutschland gemacht haben, im September, Oktober letzten Jahres. Also relativ auch zeitnah. Und das ist natürlich interessant. Natürlich sind auch jetzt die ganzen Regularien, die reinkommen, spielen natürlich auch mit einer Rolle. Es ist nicht nur für mich als Unternehmen, dass ich sage, ich muss operativ bleiben, sondern ich muss natürlich auch die verschiedenen Regularien erfüllen können. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf zurück. Welche von den SaaS-PaaS-Applikationen oder von den Herstellern meinen Sie, ist derjenige, wo die Anwender die meisten Bedrohungen sehen? Und das ist so eine Applikation, die wahrscheinlich jede von Ihnen benutzt. Nee? Wer hat Microsoft gesagt zuerst? die können sich da beide drüber streiten. War das Teamwork, ja? Alles klar. Also es ist Microsoft. Sehr schön, danke. Ihr könnt ja auch teilen. Nee, ich glaube, das sieht nicht nach Teilen aus. Ne? Genau, das ist Microsoft. Hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass das natürlich eine von den Applikationen ist, die ziemlich stark im Gebrauch ist. Aber es wurde natürlich auch schon angesprochen, Oracle, ob es jetzt Google ist, SAP oder auch Salesforce. Natürlich machen sich die ganzen Anwender darüber Gedanken. Und das ist ja auch richtig. Denn wenn wir uns mal angucken, jetzt nur noch mal auch zur Bestätigung aus unserer Sicht, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Datenverlustszenarien. Ransomware ist da aber ganz oben. Und ich kann mich noch daran erinnern, vor 8 Jahren habe ich mit dem CIO gesprochen in Belgien. Der hat gesagt, wir haben ein tierisches Problem mit den elektronischen Zigaretten, die da gerade so im Kommen waren und die Leute, die elektronischen Zigaretten in ihren Laptops aufgeladen haben. Kennen Sie noch? Die USB-Sticks, die man da so reinstecken konnte? Ja, und der war im Publishing-Bereich, also im Medienverlagsbereich. Und das waren so die ersten Mal, wo ich dann gehört habe, okay, vielleicht könnte es da noch mal ganz spannend werden. Was ich nicht glaube, dass nur ein Drittel der Unternehmen sagen, das ist hier unten der Teil, dass sie tatsächlich infiziert worden sind und dementsprechend dann auch einen Datenverlust hatten. Also die Attacke war erfolgreich. 38% sagen ja, aber wir haben die erfolgreich abgewehrt. Das glaube ich nicht. Ja. Also jedes Mal, wenn wir die Frage fragen, kriegen wir auch so ein paar andere Antworten. Und das, was ich ganz spannend finde, ist, nein, es gab weder erfolglose noch erfolgreiche Attacken.
Da bin ich mal gespannt. Ne? Also ich glaube, die Dunkelziffer, können wir mal von ausgehen, ist höher. So, aber von den 33%, die jetzt gesagt haben, ja, das war eine erfolgreiche Attacke, 90% von denen haben aber die Backups nicht wiederbekommen, weil die dann nämlich auch nicht mehr benutzbar waren. Also es ist ganz wichtig, und es ist heute auch schon ein paar Mal durchgekommen, dass man tatsächlich auch wirklich ganz weit guckt, dass man tatsächlich sich auch wiederherstellen kann. Ich hatte Regularien schon mal angesprochen von Ihnen. Ich weiß, ist das spannend? Digitale Souveränität schon ein Thema hier? Ja, bei Ihnen ist, glaube ich, gerne. Ja, der gute Vortrag auch, vielen Dank. Sonst nicht, ja. Wenn ich Ihnen allen eine Schokolade anbiete, ändert sich das dann? Nee. Also ich glaube, das Thema digitale Souveränität, ich gehe einfach mal auf die Folie, ist und wird immer wichtiger. Ist auch so ein bisschen übergeordnet über diese ganzen anderen Sachen, die wir sehen, so wie DORA im Finanzbereich zum Beispiel. Einfach, weil es auch darüber hinausgeht. Es geht nicht nur um die Technik, es geht nicht nur um die Daten, es geht auch um Operations zum Beispiel. Es geht ja auch so in Richtung Supply Chains und da spielen auch solche Sachen eine Rolle wie Chipherstellung in Europa zum Beispiel und solche Sachen. Und dann natürlich auch noch weiter auf die geopolitische Ebene, die verschiedenen Trade Wars, die wir sehen zwischen den einzelnen Fraktionen, Krieg und andere Elemente. Wir sehen die Investitionen in den Bereichen sehr stark. Und es geht sogar dahin, dass viele von den namhaften Herstellern natürlich inzwischen auch eigene Rechenzentren aufsetzen, zum Beispiel auch in Europa, genau um den Markt bedienen zu können. Sowohl amerikanische als auch andere Unternehmen. Was uns noch ein bisschen in Europa fehlt vielleicht, auch in Deutschland, ist manchmal so eine Lösung, die vielleicht von hier auskommt. Schwarzgruppe und andere sind da zum Beispiel im Gespräch, was das Ganze nochmal spannend macht. Aber es ist einfach klar, auch in dem Bereich, es ist tatsächlich eine Multi-Cloud-Welt, in der wir uns befinden. So, und da bin ich auch schon fast beim Schluss. Ich glaube, auch da wird Sie nicht viel erschrecken. Ich glaube, in dieser neuen Welt ist es einfach wichtig, dass man sich auf diese Multi-Cloud-Schiene einstellt, dass man auch die Ausfallsicherheit dementsprechend gewähren kann über die ganzen verschiedenen Facetten. Und die ganzen verschiedenen Facetten gehen natürlich auch dahin, dass man nicht nur das eigene Rechenzentrum, sondern auch andere Teile absichern kann und vielleicht auch dadurch die Methodologie ändern kann oder muss. Im Edge-Bereich, Infrastrukturausgabe im Edge-Bereich, sind schon bei ca. 20% der totalen, der gesamten Infrastrukturausgaben. Und im Edge-Bereich wird natürlich unheimlich viel schon gemacht, auch einfach vor Ort und nicht die Daten werden nicht immer wieder hin und her transferiert. Das ist natürlich auch nochmal wieder so ein anderer Punkt, dass ich damit vielleicht, sagen wir mal, normalen oder herkömmlichen Ansätzen nicht so weit komme oder kommen kann und auch das natürlich mit in die Planung einbeziehen muss. Weil die Welt verändert sich da sehr schnell. Ich glaube, gerade der mittlere Punkt, und wir hatten ja so ein bisschen auch über natürlich Metallic und Threatwise gehört, es wird natürlich immer wichtiger auch, dass ich sagen kann, okay, kann ich diese Bedrohung identifizieren, aber natürlich dann auch sichern und auch dementsprechend wiederherstellen. Das wird Sie alles nicht großartig überraschen. Was mich überrascht, ist, wie viele oder wenige Unternehmen oftmals tatsächlich sich end-to-end Gedanken darüber machen und dementsprechend auch Partner wählen, um das machen zu können und vor allen Dingen auch einen strategischen Partner wählen, weil viele Unternehmen immer noch auf dem Trend sind, das vielleicht selber zu schustern oder zu schneidern, ja, oder aus verschiedenen Produkten zusammenzustellen. Und ich glaube, da inzwischen ist die Welt einfach so komplex geworden, das wird einfach immer schwieriger. So, ich will Sie aber natürlich nicht auf diesem negativen Ton lassen, sondern sagen, das wird eine tolle neue Welt. Eine Frage hätte ich noch an Sie. Und wenn Sie das nicht wissen, dann können Sie alle gleich nach Hause gehen. Nee. Das Land mit dem höchsten Bierkonsum, pro Kopf Bierkonsum seit fast 30 Jahren ist Irland.
Ich glaube, die Antworten sagen immer mehr über Sie aus als, na egal. Haben Sie gegoogelt, schnell? Okay, da gibt es auch noch eine Zusatzfrage, weil dann das, sonst wäre es die zweite Packung Schokolade. Da müssen Sie definitiv teilen. Ja. Wie bitte? Geben, ja, das ist aber nett. Aber um wie viel Mal mehr ist der oder höher ist der Pro-Kopf-Konsum in der Tschechei im Vergleich zum zweiten Land? Arbeiten Sie alle zusammen? Ja, das ist. Okay, da frage ich auch, okay, Stichfrage: zweites Land. Zweites Land, zwischen Ihnen beiden. Bitte? Zwei. Nee, direkt neben der Tschechei. Fast. Ja. Danke. Sehr gut gemacht. Also, viel Spaß noch, vielen lieben Dank. Schönen Tag. Alles klar. Sehr toll. Wollen Sie noch eine kurze Fragerunde bei mir bleiben? Ja, kann ich auch. Das ist ja toll, da freue ich mich. Ich bin ja gar nicht das so. War toll, so ein Motivationsschub noch einmal kurz vor Feierabend sozusagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben sehr viele wertvolle Impulse mitnehmen können und es kamen natürlich auch ein paar Fragen rein, was auch zeigt, dass Ihr Vortrag sehr interessant gewesen ist. Zum einen ist eine Frage reingekommen, ist Digital Business Realität? Wie sehen Sie das? Ist Digital Business Realität? Ja, bei Ihnen? Ja? Ja. Also wir sehen es schon so. Ich hatte es ja kurz angesprochen. Also man merkt es ganz stark. Und wenn wir uns die Autobauer angucken, Fertigungsindustrie, Digital Twins. Wer ist denn schon im Metaverse? Metaverse? Irgendwer? Nee? Nee. Also, es gibt schon viele Unternehmen, die versuchen, da hinzukommen. Wenn Sie sich das mal anschauen, gerade auch im Retail-Bereich. Ich finde das alles noch ein bisschen Second Life technisch. Aber sagen wir, die kurze Antwort auf die Frage ist ja. Nächste Frage, die reingekommen ist, finde ich auch sehr gut. Vielen herzlichen Dank dafür. Sie sind sehr fleißig im Chat. Gibt es Unterschiede zwischen den Branchen, was Prioritäten und Reifegrad im Data-Management-Bereich angeht? Ja. Wie sehen die aus? Also, wir sehen zum Beispiel gerade auch in der Fertigungsindustrie, die sind ziemlich gut dabei auch, allein weil sie es auch müssen, natürlich auch wegen der ganzen Supply Chains, gerade auch wegen dem Druck, der natürlich entstanden ist. Wir sehen aber auch im Consumer-Bereich oder gerade im Retail-Banking-Bereich und anderen, wo die schon relativ weit, gerade auf der digitalen Schiene fortgeschritten sind und darum auch, sagen wir, die integrierte Widerstandsfähigkeit, also was Datensicherheit und andere Sachen angeht, relativ weit ist, natürlich auch wegen den Regularien natürlich immer mehr ins Haus stehen. Also da gibt es definitiv Unterschiede. Ich habe eine schöne Folie, die ich Ihnen gerne mal schicken kann, wenn Sie daran interessiert sind. Definitiv. Die nächste Frage finde ich auch sehr interessant. Ist Data Management Protection ein Thema auf der Geschäftsführungsebene? Weil im Endeffekt, wenn man ja den Geschäftsführer nicht hat, wie will man dann durchsetzen, wenn man was Neues gerne implementieren möchte? Ja gut, also ich meine, Geld aus irgendwem herauskriegen momentan ist nicht einfach. Ich glaube, das muss man einfach mal so sagen. Also in den Gesprächen, die wir haben, ist vielleicht nicht das Thema so ein Backup Recovery oder Data Protection und solche Themen auf der Geschäftsführungsebene, aber das Thema Vertrauen ist da angesetzt. Sicherheit auch immer mehr, muss man einfach sagen, auch auf der Geschäftsführungsebene. Ich glaube, man muss das ein bisschen anders verpacken in der Sprache, die man gebraucht, wenn man das dementsprechend da auch ansetzen möchte. Und ich glaube, darum ist das Thema auf jeden Fall angekommen. Das ist super wichtig, das Thema Vertrauen. Aber wie verpacke ich das, damit es halt dementsprechend auf der Geschäftsführungsebene halt auch ankommt? Ich glaube, das ist eher die Frage. Ja, wie verpacke ich es denn dann? Ja, es geht darum, dass ich einfach mal aufzeige, zum Beispiel, ich habe mit dem CISO zum Beispiel, IWC, kennen Sie ja die Uhrenhersteller, da muss man einfach mal die Leute vielleicht mitnehmen und denen einfach mal zeigen, was denn passiert in so einem Fall, ja, und wie viel das kostet auch pro Tag, wenn ich mal nicht operativ bin. Ja, das ist aber ganz anschaulich, nicht einfach nur so ein paar Daten aufschreiben und dann mal eine schöne Folie vorbereiten, sondern einfach das mal durchgehen, ja, oder so eine Ransomware-Attacke, wie das denn sein kann, wenn ich mich nicht wieder herstellen kann oder die Daten alle verschlüsselt sind und was das kostet. Ähnliches Beispiel Leica, genau das gleiche hat der Herr auch gemacht und das sind Kosten pro Tag, das zieht schon echt rein. Es geht aber nicht nur darum, dass man sagt, wie negativ es ist, sondern auch, dass man vielleicht mal mit dem Marketingleiter oder Leiterin zusammenarbeitet und sagt, aber wie schön ist das denn, wenn wir unseren Kunden, unseren Partnern sagen können, dass wir echt eigentlich gut aufgestellt sind. Also es ist sowohl eine positive als auch eine negative Nachricht oder Message, die man geben kann.
Definitiv. Also ich finde den Weg schon sehr interessant, weil diese Frage stellt sich, ich mache im Jahr so 50 IT-Konferenzen immer wieder, wie holt man die Geschäftsführer wirklich rein in das Thema und bekommt dann auch schlussendlich das Geld? Also das ist ja ein Hauptproblem von den meisten IT-Leuten. Das ist eine ganz, ganz schicke Sache, die ich mal gehört habe bei, bei einem der Telekom-Anbieter. Die Dame, die zuständig war für Digital, die hat einfach mal ein Wohnzimmer nachbauen lassen aus den 60ern. Und dann einfach mal ein Wohnzimmer nachbauen lassen aus dem, sagen wir, 2020ern jetzt. Und das war sehr anschaulich. Dann hat sie die einfach mal die Herren und Damen mit reingenommen und gesagt, wie kommunizieren wir denn heute? Wo sitzen wir? Wie konsumieren wir die? Wie konsumieren wir? Und was sind so die wichtigsten Punkte? Ja, also Wi-Fi vor 50 Jahren war egal. Das ist heute also lebenswichtig. Ja, da kann man Wasser und Brot vergessen. Ja, Hauptsache Wi-Fi funktioniert. Aber einfach mal, um das anschaulich zu machen. Wie weit man da geht, ist immer eine Frage. Ne? Mhm. Das andere, was man natürlich auch gut machen kann, das echt, also ich glaube, diese Marketing-Schiene, die wird oft vernachlässigt. Wie bringe ich das ganze Unternehmen mit und sage denen halt auch mal, wie wichtig das ist, vielleicht, dass man so einen kleinen Cartoon macht, also nicht irgendso, nicht eine E-Mail mit 30 Seiten. Ich glaube, das geht heute nicht mehr. Aber dass man die Leute mal wirklich mitnimmt auf diese Reise, dass also es auch positiv sein kann, dass jeder auch irgendwie ein bisschen dafür verantwortlich ist. Ja? Mhm. Das waren sehr gute Inspirationen nochmal zum Schluss, die dem einen oder anderen sicherlich in den nächsten Tagen gut helfen werden. Herr Mayer, schön, dass Sie heute bei uns gewesen sind und uns mitgenommen haben auf diese spannende Reise. Vielen Dank für die Energie, die Sie uns gegeben haben und die Pralinen, die der ein oder andere bekommen hat. Dankeschön. Sehr schön, ich danke Ihnen. Schönen Dank. Ach, toll einfach nur. Und ich glaube es fast gar nicht. Ich stelle mich jetzt auch mal so an die Kanzel, wie die Kanzlerin. Ach, die ist ja gar nicht mehr. Wie der Kanzler. An den muss ich mich auch erst mal gewöhnen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt schon fast am Schluss angelangt. Aber wirklich nur fast. Und wir haben heute, finde ich, eine tolle Reise gemacht in die unterschiedlichsten Bereiche. Wir haben zusammen wunderschöne Momente gesammelt. Und natürlich haben wir diese Momente auch für Sie zusammengefasst, damit wir sie nicht vergessen. Wir haben einen kleinen und kurzen Clip für Sie vorbereitet mit den schönsten Impressionen des Tages. Und ich hoffe, Sie finden sich gleich wieder. Ich sage einfach mal, Mats ab. Es hat richtig Spaß gemacht, sich das nochmal anzuschauen. Ich hoffe, Sie haben sich entdeckt. Die Schuhe waren ja ein beliebtes Fotomotiv. Also Sie werden ja auch hier gerne getragen, muss man sagen, von den Commvault-Mitarbeitern. Ja, jetzt wollen wir natürlich nochmal Bilanz ziehen für den heutigen Tag. Und deshalb bitte ich nochmal, Peter, zu mir auf die Bühne zu kommen. Schön, dass du wieder da bist, lieber Peter. Ja, aber doch sehr gerne. Peter, wow. Roadshow jetzt fast rum. Wir haben noch ein tolles Abendprogramm, zu dem sich auch sehr viele von Ihnen angemeldet haben. Danke dafür. Wie fällt dir deine Bilanz aus? Was war denn dein Highlight des Tages? Jetzt sag nicht alles. Ja, das ist sicherlich schwer zu beantworten. Aber wenn wir mal drauf schauen und ganz ehrlich sind, dann ist es, glaube ich, schön gewesen, mal wieder persönlich zu kommunizieren und sich auszutauschen. Draußen die Gespräche,
Das war sicherlich ein Highlight des heutigen Tages. Was mir ebenfalls immer wieder sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn wirklich Kunden auf der Bühne stehen und von ihrem Real Life und ihren Problemen, ihren Herausforderungen und ihren Lösungsansätzen erzählen. Das ist auch immer extrem viel wert, weil das ist selten schön gefärbt, sondern spiegelt einfach das wieder, was wir da draußen tagtäglich vorfinden. Und wenn man dann sieht und hört, was man tatsächlich dann auch verändert und wie man den Kunden bei ihren Herausforderungen helfen kann, sicherlich immer wieder toll und schön zu sehen. Definitiv. Hand aufs Herz oder besser gesagt Hand auf die Brieftasche. Die habe ich jetzt nicht dabei, die liegt da noch. Wie viele Visitenkarten hast du denn heute gesammelt? Weil das Motto war ja Connections on the Road. Also ich muss zugeben, ich habe nur 7 gesammelt, ja, aber ich habe interessante Gespräche geführt und ich hoffe, dass ich die eine oder andere Mail auch noch bekomme darüber hinaus. Aber ich glaube, ganz viele bei mir aus dem Team heraus werden mich da deutlich übertreffen. Von daher war das echt toll und schön. Das ist natürlich jetzt auch mal eine ideale Gelegenheit, Dankeschön zu sagen. Bei wem möchtest du dich heute bedanken? Ja, zum einen natürlich erstmal bei dir, Saskia. Ja, super durch das Programm geführt. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Das lockert immer unheimlich auf, ja, muss man ganz klar sagen. Zum anderen natürlich bei allen Speakern, die heute auf der Bühne standen, die letztendlich ihre Zeit investiert haben, auch natürlich unsere Kunden. Das ist nie selbstverständlich, dass man hier bei solchen Veranstaltungen auf der Bühne steht. Man muss sich vorbereiten, man muss anreisen. Das schüttelt manchmal so eben aus dem Ärmel, weil das macht man nebenbei, neben dem tagtäglichen Geschäft. Von daher nochmal vielen, vielen Dank an die RWTH und natürlich auch an die Software AG diesbezüglich. Und natürlich auch bei allen Teilnehmern, ganz klar. Also ohne sie wäre diese Veranstaltung recht langweilig. Wir haben schon so unsere Jokes gemacht, dass wir da wieder so ein paar Pappaufsteller hinstellen müssen, ja, weil wir kennen das aus den Talksendungen. Das sieht dann doch immer ein bisschen komisch aus. Von daher danke, dass Sie den Weg hierher auf sich genommen haben, dass Sie dabei waren und natürlich auch an all unsere Partner, die uns hier tatkräftig unterstützt haben. Und heute Abend haben wir ja auch noch was Tolles vor. Ist da sowas noch dabei, wo du sagst, wow, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf? Oh, sicherlich mal schauen, was die Klassikstadt wieder so an Neuigkeiten zu bieten hat. Das ist sicherlich interessant. Und es gibt auch Fahrräder. Ja? Auch die gibt es im ersten Stock. Es gibt Motorräder, es gibt Autos. Wir haben ja das ein oder andere schon gesehen. Und ich habe in der Tat vorhin mal, weil du das gesagt hast und weil ich auch überredet wurde, in Anführungsstrichen, im positiven Sinne, das Thema Virtual Reality ausprobiert. Das erste Mal, muss ich sagen. Ich habe das vorher noch nie so gesehen. Es war spannend. Und jeder, der es noch nicht gemacht hat, setzen Sie sich mal rein, nehmen Sie es mal mit. Hier kann nicht viel passieren. Es gibt ja ganz viele lustige Videos, wo dann im Wohnzimmer die Leute durch das Bild taumeln und den Flatscreen von der Wand reißen. Das geht hier zum Glück in einer gesicherten Atmosphäre. Machen Sie es, es ist wirklich toll. Auf jeden Fall, das lohnt sich gleich nochmal, wo wir gerade schon bei Spielen sind. Wir hatten ja auch ein Quiz, wo es was Tolles zu gewinnen gab. Und da bitte ich einfach mal unsere Glücksfee, die Christina, hier mit dem Gewinner zu uns zu kommen. Ein Applaus für die Christina, oder? So, ach, lieber Peter, also, es haben wohl sehr viele bei dem Quiz mitgemacht. Willst du schon mal vorsichtig drehen und wir gucken mal drauf? Sollen wir mal langsam. Wir brauchen jetzt eigentlich einen Trommelwirbel, den haben wir jetzt aber leider hier nur so bedingt. Ja, toll. Wir hatten insgesamt nur 3 Kandidaten, die alle Fragen richtig beantwortet haben. Es war dann doch nicht so leicht, Peter, wie ich gedacht habe. Ja. Und dann haben wir den rausgesucht, der schnellste gewesen ist mit 165 Sekunden. Das heißt, der konnte auch nichts ergoogeln. Toll, ist ein Online-Teilnehmer. Herzlichen Glückwunsch an René Sarodnik. So wird es, glaube ich, ausgesprochen, oder? Sarodnik, ja. Sarodnik, ja. Entity Data. Und als Gewinn haben wir für Sie eine tolle Reisetasche. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt hier bei uns ist oder ob die später... Ach, da ist sie auch schon. Da wird sie gerade ins Bild getragen. Das wollen wir Ihnen einmal kurz präsentieren. Da freuen Sie sich zu Hause, bitte schön. Ich finde sie ja sehr schick. Ne? Passt auch farblich gut hier zu unserem Outfit. Passt super zu deinem Outfit. Du hättest halt mitmachen müssen. Ne? Ich nehme sie schon mal mit, würde ich sagen, Peter. Man gönnt sich ja sonst nichts. Also wirklich toll. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen. Das ist aber noch längst nicht alles gewesen, denn es geht natürlich noch richtig spannend heute weiter. Zum einen um 17.45 Uhr treffen wir uns da vorne
am Eingangsschalter und dann machen wir hier diese tolle Führung und gucken uns alle Fahrzeuge ganz genau an und da ist so manches Schätzchen dabei. Also meine Augen glühen schon einfach vor Freude. Ich kann es nicht anders sagen. Und wir haben dann um 19 Uhr unser Get Together drüben rot beleuchtet in der Werkskantine. Da werden wir noch den einen oder anderen leckeren Drink nehmen und wir haben noch eine ganz kleine Bitte an Sie. Wir sind natürlich ständig damit beschäftigt, dass wir unsere Qualität, was Events anbelangt, für Sie verbessern möchten. Und deshalb wäre es einfach nur wunderbar, wenn Sie uns den Feedbackbogen beantworten könnten. Den posten wir jetzt im Chat oder auch im Hintergrund sehen Sie es, den QR-Code abscannen. Geht auch wirklich rucki-zucki und da würden Sie uns einen großen Gefallen mit tun. Bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen im Voraus fürs Mitmachen. Bedanke mich für Ihre vielen Fragen, Ihre Aufmerksamkeit, den netten Applaus, den wir hier genießen durften, den Spaß, den wir zusammen hatten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich draußen 17.45 Uhr bei der großen Rundtour, oder? Viel Spaß und danke nochmal. Gute Heimreise. Tschüss. Das war doch nice, oder? Das haben wir gut zusammen hinbekommen, ja.